ein Kollege von mir, der sich als Wissenschaftler quasi der Evidence-Based Medicine verschrieben hat, hat einmal diesen Satz geprägt: Wer nicht misst, macht Mist. Und ich möchte eigentlich in den nächsten paar Minuten mit Ihnen diesen Satz unter die Lupe nehmen und schauen, ob denn das auch auf die Ehe übertragen ist. Aber die Frage ist, mit welchem Approach soll man Liebe messen? Ich habe es mal primär mit der Alchemie versucht, so in Anlehnung an die Säftelehre von meinem Altvater Hippokrates, wo irgendwie ein loderndes Feuer das Herz zum Rasen bringt und dann die Körpersäfte überschwellen und den Geist und die Seele quasi in wilder Verliebtheit stören. Ich denke, das ist sehr unwissenschaftlich und ist auch nicht quantifizierbar. Und ich habe dann gedacht, vielleicht muss man doch irgendeine exakte Wissenschaft da herbeiziehen, um die Liebe zu messen. Und tatsächlich habe ich es da mit der Mathematik versucht. Und wenn man so mathematische Formeln sieht, da sieht man allerdings auch so Umklammerungen, man sieht Potenzen, man sieht leider aber auch Brüche. Aber in Summe habe ich die Gleichung nicht gefunden. Es ist eine Gleichung mit zu vielen Unbekannten und deshalb ist auch dieser Approach in meinen Augen useless. Ja, jetzt, wenn man zu viele Unbekannte hat, dann versucht man ja die Analytik zu bemühen und das auseinander zu dividieren. Und ich habe das gemacht in Anlehnung an eine Frau Helene Fischer. Das ist eine Anthropologin aus New Jersey, über die sie wird noch mehrmals zitiert. Und sie hat versucht, die Liebe so in drei große Bereiche einzuteilen. Eben die romantische Liebe, das Verliebtsein. Dann das, die Lust, heißt ja auf Englisch zufällig gleich. Also eine mehr sexuell gesteuerte Liebe, Liebensform. Und dann gibt es natürlich auch Liebe, die auf eine langfristige Bindung oder Attachment hindeutet. Das hat mir schon besser gefallen und war vielleicht auch ein Ansatzpunkt, dann schlussendlich etwas Messbares herauszufinden, weil Analytik per se lässt ja nichts zu. Diese drei Formen kommen alle einzeln vor. Es gibt diese schwärmerische Liebe, Sie kennen alle diese Schmetterlinge im Bauch, die verflüchtigen sich dann aber irgendwann einmal. Es gibt auch diese sexgetriebene Lust, so nach dem Motto One-Night-Stands und so weiter. Und schlussendlich gibt es ja auch isoliert Bindungen, die das ganz auslassen, die Romantik und die Lust, und die man dann platonische Liebe nennt. Aber so traditionell geht das so, dass eigentlich man sich verliebt, romantisch verliebt, dass das zu einem sexuellen Kontakt führt und schlussendlich übergeht in eine lebenslange Bindung. So, das ist die Tradition, wie wir uns das so einigermaßen vorstellen. Aber wie gesagt, Analytik ist schön, das passt irgendwie zu unserer Vorstellung, aber es ist keine Messmethode. Und wenn wir jetzt messen wollen, dann enden wir schlussendlich eben neu bei der Medizin in der Neurobiologie. Sie versucht effektiv dann zu überlegen, wie entsteht das und ist das messbar. Und bekanntlich beginnen ja Beziehungen mit irgendwelchen Reizen oder Stimuli, die dann irgendwelche Hormone ausschütten und diese Hormone wirken dann an irgendwelchen Rezeptoren und lösen irgendwie in unserem Körper etwas aus. Also möchte ich zuerst einmal die Stimuli diskutieren, die da eine Rolle spielen. Jeder von uns, Frauen und Männer, haben ja eine Partnervorstellung, so eine Idealvorstellung, wie das aussehen soll. Das ist, beruht auf den Genen, auf der eigenen Erfahrung. Und daraus resultiert dann so ein Blueprint oder Love Map oder wie man das immer sagen will, des Partners. Und den nimmt man dann auf den Radar und sucht sich irgendwo, ob jemand quasi diesem Bild entspricht. Nun, was der Radar anpeilt, das ist natürlich primär das Aussehen, das ist halt immer noch so. Dann kommen irgendwelche Düfte oder Lockstoffe, Pheromone heißen die medizinisch, dazu. Schlussendlich die Berührungen, aber natürlich noch vieles mehr wie intellektuelle, gemeinsame Interessen, Wertvorstellungen, was man alles will. Aber wenn dann dieser Blueprint übereinstimmt mit dem, was man da irgendwo in der Umgebung auf dem Radar hat, dann geht's los. Und dann kommt das Karussell der Hormone zum Rotieren und dann wird die Sache dann nicht mehr so evidence-based, sondern dann wird sie häufig irrational und das haben Sie wahrscheinlich alle selbst erlebt. Wenn man das jetzt auf einer Zeitachse auf die Hormone herunterbrechen will, dann unterscheide ich jetzt so ganz grob einmal Hormone, die ich Glückshormone nenne, die verschwinden dann eben so über Wochen oder Monate langsam und werden übernommen von anderen Hormonen, die etwas mit der Bindung zu tun haben. Bitte nehmen Sie mich da nicht wörtlich, aber es ist so ein Konzept.
Beginne ich mit den Glückshormonen. So ist es eigentlich ein ganzer Cocktail, der hier verantwortlich ist, dass es irgendwo in unserem Hirn funkt und zischt und dass es da zu etwas Liebehaftem kommt. Das ist Dopamin, Vasopressin, Endorphin, alles Hormone, die man molekular kennt und die man auch laboranalytisch messen kann. Also jetzt kommen wir endlich zum Messbereich. Also das sind die Dinge, wie man sich heute das vorstellt. Man weiß nicht nur die Konzentration dieser Hormone, kennt man, sondern auch deren Wirkungsorte. Und das haben gewiss verschiedene Wissenschaftler dargestellt, indem man zum Beispiel in einem funktionellen MRI eigentlich aufzeigen kann, welche Hirnregionen sind im Moment aktiv. Und wiederum aus einer Arbeit von dieser Frau Fischer, was sie da gemacht hat, sie hat 17 frisch verliebte Leute genommen und 15, die gerade den Laufpass bekommen haben, und haben sie in eine solche Maschine gesteckt und ihnen das Bild des Partners oder ehemaligen Partners gezeigt. Und wenn 100 natürlich, tatsächlich hat sie gesehen, dass eben diejenigen Regionen, wo Dopamin aktiv ist, aufleuchten bei den frisch Verliebten. Und sie spricht da eben von dieser Love Potion, das ist ja eigentlich kein schlechtes Wort. Eigenartigerweise leuchtet dieselbe Region auf bei Heroinsüchtigen nach dem Heroinkonsum. Und wahrscheinlich hat die Natur das ganz geschickt eingerichtet, dass eben die Liebe so etwas Suchthaftes an sich hat, vielleicht zur Beschleunigung auch der Partnerschaft, Bindung, und das ist ja für die Reproduktion auch nicht so ohne Sinn. Also das ist so mehr eine Idee, wie das gemacht wird heute mit diesen funktionellen MRIs. Nach diesen Glückshormonen, die ich jetzt da aufgezählt habe, kommen eben die Bindungshormone ins Spiel. Und dort ist eigentlich der Hauptvertreter das Oxytocin. Das hat nicht nur für die Partnerbindung langfristig eine Rolle oder für die Nachkommen bei der Geburt, bei der Stillphase, sondern zunehmend auch eben für die langfristige Partnerbindung, wie die Forschung zeigt. Also wenn das Oxytocin das Hormon ist, dann sind die Hormone quasi wie ein Schlüssel zum Schloss, derjenige Orte im Körper, wo das Hormon quasi das Tor geöffnet wird und seine Wirkung entfalten kann. Also im Fall des Oxytocins ist der Uterus, dort werden die Wehen ausgelöst oder die Milchdrüsen, dort kommt es zum Milchausstoß. Und zunehmend gibt es jetzt eben Forschung, die zeigt, dass solche Oxytocin-Rezeptoren im Hirn für langfristige Partnerbindung eine Rolle spielen. Das ist über ein Paper vom letzten Monat, also das ist nicht so ganz unaktuell, was ich Ihnen hier erzähle, aber nicht ganz neu. Die Dichte dieser Rezeptoren, die ist effektiv genetisch determiniert oder vielleicht auch sogar epigenetisch, das heißt erworben und dann vererbt. Und das zeigt uns ein Tiermodell ganz schön und das zeige ich Ihnen noch zum Schluss. Es geht nämlich hier um Wühlmäuse. Sie können sich jetzt überlegen, mit welchen Wühlmäusen Sie sich identifizieren wollen. Es gibt Wüstenwühlmäuse und es gibt Berg- oder Rocky Mountains-Wühlmäuse. Und die haben ein unterschiedliches Verhalten, die einen leben in sozialen Netzwerken und die anderen sind, wie eben unsere Bergler, auch freiheitsliebende Individualisten. Und das äußert sich auch in ihrem Partner- oder Sexualverhalten. Die Wüstenmäuse sind monogam und die Bergmäuse sind polygam. Und wenn nun die Forscher hingehen und schauen, ob die Oxytocin-Rezeptoren, die Rezeptoren für das Treuehormon, in den entsprechenden Hirnregionen vorkommen, dann finden sie, wen wundert's, bei den treuen Mäusen eine hohe Dichte dieses Rezeptoren und bei den Polygamen eine geringe Dichte. Können Sie jetzt überlegen, wo Sie hingehören. Aber experimentell könnte man die Rezeptoren blockieren, das funktioniert. Und was geschieht? Wen wundert's? Die monogamen Wüstenmäuse beginnen plötzlich zu rammeln und sie verhalten sich polygam. In der anderen Richtung, und Oxytocin kann man heute kaufen als Ampulle, wenn man das den Bergmäusen spritzt, dann geschieht gar nichts. Wen wundert's, oder? Die haben keine Rezeptoren für das und das Oxytocin wirkt bei denen nicht in dieser Richtung. Zum Glück lassen sich solche Tierexperimente nicht eins zu eins auf die Menschen übertragen und darum höre ich dann jetzt auch gleich auf. Ich möchte eigentlich eine Antwort geben auf die Frage. Ja, es gibt neurobiologische Ansätze, aber ich glaube, ob zwei Personen sich zusammenfinden, aufgrund ihrer Anlagen und ihrer Prägung, lässt sich nicht einfach durch funktionelle MRI und Hormonmessungen bestimmen. Sondern es ist weitgehend eben eine Frage des Vertrauens, des Verstandes oder das, was die Liebe eben so großartig macht. Und deshalb sind wir heute auch da.